So, dann reparieren wir das Ding mal. Fixed. Now I just need to find a good place to put it. Wo könnte ich das nur hin tun? Es gibt jetzt halt natürlich noch eine Frage. Erst Tor aktivieren, dann Musikbox platzieren oder andersrum? Wahrscheinlich zuerst Musikbox platzieren. Ich denke, das ist ganz klug. Here goes nothing. Geschafft! Wäre auch witzig, ob die zurückgelaufen wären, wenn ich hier nicht durchgelaufen wäre. Speichern! So langsam müssen wir doch der ganzen Geschichte hier ein bisschen näher kommen, oder? Was ist das denn für ein Stuhl? Der steht doch falsch rum. Southwing. Ach, guck mal! Hallo! There you are, thank goodness. Wilson's waiting for you downstairs in the laboratory when you're ready. But first, can I get your help with Natürlich. Something? Was gibt's Normally, denn? I wouldn't ask this of a guest, but with all that's happening, I can't sneak out and get things like I usually do. Do you think you could pop round to the farmer's market back in town and find me a few ingredients? We're running quite low in the kitchen, and I was hoping we could all celebrate tonight with a lovely supper. Won't take but a moment if you go by train. Up to you. No pressure. When you need to travel, take the train. Catch the subway when you need to travel between Wilson's retreat and downtown. The next train is always on time. Ich hab schon wieder die falsche Taste gedrückt. Moment mal. Das ist jetzt meine Hauptmission. Kann ich hier drin jetzt noch irgendwas tun? Eigentlich. Ich könnte vermutlich, aber natürlich helfen wir erst Betty, oder? Die war doch immer lieb zu uns. Ich denke, das schickt sich nur. Ah, Betty. Da ist doch Betty, oder? Ja. Die Frage ist jetzt nur, ob wir da durchkommen, weil da waren ja auch Wächter und die sollen ja nur nett zu uns sein, wenn Wilson bei uns ist, habe ich gehört. Oder hier sind keine Wächter mehr, das kann natürlich auch sein. Hallo? Ich hab gehört, der nächste Train is always on time. Wo ist er denn? Ah, moin! Ist der Eingang da drüben, ist doch nicht dein Ernst. Tagchen! Warten doch kurz der Laderuckler. Gibt's hier noch irgendwas Interessantes vielleicht? Was? Was war denn das für eine Sprache? So!
Farmers Market, ha? Naja, wenn es nichts weiteres ist. Speicher. Warum unavailable? Ach Mensch! Hier sind wir jetzt. Das ist ja cool. Okay, Head to the Farmers Market. Gut, dann tun wir das. Ah, jetzt kann ich bestimmt wieder speichern, wenn ich da raus bin, ne? Nö, perfekt. Dieses Kampfsystem ist immer noch so weird. Die Frage ist, was ist der Farmers Market? Also wahrscheinlich einfach das da vorne, oder? What was that? Is anyone out there? Nein. Was ist das denn? Ich konnte nicht E drücken. Das hier ist doch der Farmers Market. Ja, das ist der Farmers Market. Ah, das war's schon. Das ist ja lustig. Ich habe irgendwie mehr erwartet. Oder vielleicht müssen wir dann für Wilson später nochmal ein bisschen hin und her. Das kann halt natürlich auch sein, ne? Dein Arm. Oh, ich hasse dieses Viech. Also wer auch immer auf die Idee gekommen ist, das da einzubauen, ey. Du blöder Penner. Na, ich habe gehofft, dass das hier so eine Art Safe Zone ist, aber scheinbar nicht. Warum sehe ich denn da immer noch Lichter? Das ist wahrscheinlich, keine Absicht. Das erinnert mich an so ein paar andere Horrorspiele, wo man einfach nur durch den Zug läuft. Unangenehm. Betty, ich hab was für dich. Ach ja, stimmt, hier wurde der Typ verprügelt. The man who killed the Ink Demon. Der Mann, der tötete Dämonen der Tinte. Ich höre die ganze Zeit diesen Zug, das ist ja nervig. Betty! You're a miracle worker. Oh, truly. Oh, I only wish there was something I could do for you. Oh, wait. I spotted something in the fountain yesterday. Don't know what it's for, but you're welcome to have it. You better go see Wilson downstairs. He's been waiting ages. Was in der Fountain? Was ist das denn? Eine Tasse. Eine Memory. Die haben extra dieses Zugsystem eingebaut, damit du zurück in ein Gebiet fährst, wo du schon warst, wo du nichts weiteres machst, außer einmal E zu drücken für eine Memory. Interessant. Na ja gut, vielleicht kann es ja auch sein, wir benutzen den Zug nochmal, ne? Aber. Also, ich glaube nicht. Ich denke, das geht von seinem Labor aus weiter. Vielleicht ist er jetzt auch schon der Bosskampf hier. Ja? Wollen wir nochmal kurz in unser Zimmer gucken? Nur so für die alten Zeiten, weißt du.
Ach schön. Bist du noch hier drin, als wir entführt wurden? War das nicht toll? Okay, sorry. Ach ja, okay. So, wenn wir jetzt zu Wilson gehen. Ich habe so langsam so das Gefühl, wir nähern uns dem Ende. Ja, ich weiß immer noch nicht, wem man mehr vertrauen kann. Ich hoffe, wir müssen die Entscheidung nicht treffen. Weil ich weiß echt nicht, was ich mache. Aber wir werden sehen. Wir werden aus dem Bauch heraus entscheiden. Huch, was ist das denn? Farbe! Es gibt Farbe. Ausnahmsweise mal. Er will, dass sie farbig werden alle. Also nicht mehr in diesem, was auch immer das hier ist, beige-schwarz, sondern bunt. Jetzt geht's los, Leute. Ach, uiuiui. Jetzt wird's aber hier, also ne, hier schon mal Warnung für Leute mit Epilepsie. Ich glaube, das könnte gleich ein bisschen eskalieren. Wilson knows your purpose. Guck mal, ist ja richtig bunt. Ob ich dir trauen kann, Wilson. Und deine komische Art macht das nicht einfacher. Na gut. Dann wollen wir mal. Thank you for coming all this way. The Ink Demon is a formidable foe. To truly destroy such a monster, he must be dethroned. Humiliated. For months now, I've been working on something that will do exactly that. Cast out the demon and put a new deity in his place. Stronger, more powerful, and controllable. Together, we just need to unleash our ultimate weapon. Come, let me show you my creation. Isn't he beautiful? Simple but elegant. A treasure. Powerful beyond anyone. The Ink Demon will fall, and we can have peace at last. It could work, but it sounds risky. How will we control him? We don't want to repeat Joey's mistake. No, we don't. All of the factors must be perfect. The right design, the right science, and the right soul. Last your purpose is revealed, Audrey. This is why you're here. Nein. With your soul inside him, my creation will live forever. Stay away from me. You're insane. Come now, Audrey. Part of you knew this was your path. Leave yourself behind and ascend. I thought you said we needed to save your father. I thought you had a plan to send me home, to make everything right. I lied. My father is beyond hope. Perhaps you know him. Nathan Arch, owner of Archgate, industrial genius, business tycoon. For years I've lived in his reaching shadow. He always had time for the grand creatives of the world, the doers, as he called them. He knew only the best, the biggest thinkers. How could his lonely son ever hope to compete with that? But now, thanks to you, I can. Nein, glaube ich nicht. No need to struggle.
My signal prevents you from using those devilish powers of yours. Die haben mich alle abgeschaltet. And more importantly, keeps the ink demon from getting in. It's time to die, Audrey. And live again as a god. No, not this time. Ich renn rein! Oh nein! Das bedeutet, dass seine Seele jetzt verwendet wird. Oh. Huch! Subject accepted. Ach du Jemine. Ach du Jemine. Mainflow Pressure Ink Machine CK2. Das wird jetzt. Ich glaube, das wird jetzt interessant. Kann ich das nur abbrechen? Wahrscheinlich nicht, wa? Ach wie. I decided to go for a walk this morning. Took a little stroll down to the park. Enjoyed the warm sun for a while. Found a quiet bench. Even grabbed a hot dog. It's been ages since I've done that. Tessa would kill me if she knew I've been off my diet. When I got back to the office, I stopped by the animation department and said hello to the troops. My gosh, they're getting younger every day. Either that or I'm just getting older. It all made me realize time is moving on. The hard struggles don't seem as dire as they used to. Life has other value. I think I'll go home early today. Maybe I'll even pick up a hot dog for Tessa. Der klingt doch eigentlich ganz nett. Oh boy. Oh boy. Jetzt geht's los. Seid ihr bereit für den letzten Kampf? Was ist das denn? Oh Gott. Was für eine Question? Das ist die Tintenmaschine. Was für eine Question? Was redest du? Ich speichere nochmal. Okay. Okay. Gut. Das jetzt gehen. Hier, komm, hier bin ich. Das hat ja gar nicht funktioniert. Ich glaube, das geht nur, wenn du den Haken benutzt. Ja.
in die Fresse! Ich glaube, wir. Was macht er denn? Moin. Au. Draufhauen. So funktioniert das. Das ist eine Schwachstelle. Warum habe ich jetzt Damage gekriegt? Funktioniert das, was wir hier tun? Ich bin halt fast tot, das ist halt... Holy Bonkers. Oh nein, meine Beine. Meine Tüten, meine O. Kann ich ihn vielleicht absorbieren? Your instinct. How long
Ich... Hallo? Was ist passiert? Bin ich dort hinten dem? There's always a choice. I know you're in there. Deep behind that evil face. Inside somewhere is my little girl. My Audrey. My greatest creation. I'm scared. I don't know what's happening. The past doesn't define you, nor the present. In the end, all those years ago, Joey Drew finally succeeded. He created life. But Audrey, you're so much more than that. You were his family. His daughter. My daughter. And I love you so very much. Be quiet. The bridge is mine. Remember who you are, Audrey. Remember. Your words are I know you're in there. You don't have to be this anymore. It's never too late. Just a pencil and a dream isn't enough. You have to have heart. This is the end. Ja, guck dir das mal an. Bam! Just a pawn. Watch this. Arise, demon. Destroy. Bam! Wir müssen einfach nicht raus. Alter, guck dir den Körperbau an, Junge. Der geht pumpen. Das ließ sich sofort. Markus Rüh, seine Mutter, ey. Bam. Und durch. Hier müssen wir einen Projektor finden. Wo geht's lang? Hier.
Komm schon. Komm. Some help? Henry! You came! Some battles are worth fighting for, even a million times. Come on, I found a projector up ahead. Run for it. This man is mad, and the cycle will continue. Nene. Well then, we'll just have to do better next time. Oh boy, müssen wir jetzt vielleicht noch gegen ihn kämpfen? Oh, the end? The end? Ist das das der Himmel? Das ist ein Ladescreen. Oh.
Ordnung. My father once told me that just because we're born of darkness doesn't mean we belong to it. We're always free to choose. And here, at the very beginning, there's a choice to make. My father's cartoon world was now mine, to rule, to watch over, and to protect. I can make the cycle more bearable for my friends inside. But as for me, I'm the first of my kind. Born of ink, but living in flesh. Yeah. Joey's world is escaping into ours. So, what's next? Who Mindy. Can really say? Sequel! Noch eins. Ja. Das war's, ne? Aber das muss ich jetzt laufen lassen. Ich hoffe, ihr hört mich. Ja, krass. Also, die können jetzt in die echte Welt. Die Tintenwesen. Oh boy. Die Stimme von dem Inkdemon war dermaßen krass. Also ich glaube, ich fand noch nie eine Stimme von einem Videospielcharakter so gruselig. Ich habe die Alien-Teile auch noch nicht gespielt, ich weiß nicht, ob das ähnlich ist. Aber das war echt krass. Ach, das ist nur eine Maske von Betty. Ich versuche noch irgendwelche Geheimnisse zu sehen gibt. Wilson war der Sohn von Dave von Orange, das ist auch krass. Brandy and the Dark Ryan. Ich hab zwar jetzt irgendwie ein bisschen mehr Stimmenbruch wie erwartet. Ach, guck mal, wie süß. Film zu Ende. Okay, irgendwas hat die Gen Corporation noch abgeholt. Ach, das war doch so, wenn das haben wir in einer Nachricht gelesen. Wenn das Studio pleite geht, dann gehört das alles der Gen Corporation oder irgendwie so war das doch. Oh boy. Ja, also, das war das Spiel, ne? Ja. Ich fand's cool. Ich fand's gruselig. Das Ghost Girl Viech, das ist mir ein bisschen auf den Keks gegangen. Aber das war ja trotzdem gut. Ich glaube, ich muss mich ein bisschen mit der Story beschäftigen. Ich glaube, ich habe das alles noch nicht so ganz verstanden. Ja, ja. Ich könnte jetzt natürlich die ganzen Leute vorlesen. Ich kann es auch einfach lassen. Ja, gut. Ja, und falls jetzt noch irgendjemand da ist, muss ja echt gern gucken, was ich hier mache, weil wer würde sich sonst irgendwelche langweiligen Credits sagen? This game is for all the amazing Bandy fans who have been an incredible and dedicated community of supportive people. Can I get an Amen? Ja, von daher, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich sehr über die Aufrufzahlen, dass das so funktioniert, wie es gerade funktioniert. Und ja, ich freue mich natürlich immer, wenn es einen Kommentar zum Spiel gibt oder zu irgendwas. Ja, man kriegt zwar schon den ein oder anderen Aufruf, aber so ein Kommentar immer mal, da freut man sich natürlich noch umso mehr.
und weiß, da gibt es jemanden, der das auch wirklich schaut. Von daher, da freue ich mich immer. Und ja, falls ihr das geguckt habt und noch nicht abonniert habt, wisst ihr, was zu tun ist. Genau, nämlich nach diesem Let's Play nie wiederkommen. Nein, ja, okay. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.